Wunderschönen guten Tag, grüße euch. Im heutigen Video geht es darum, welche Kamera ich gern unter dem Christbaum hätte. Weihnachten kommt und Weihnachten ist auch immer eine Schnäppchenzeit und so auch für fotografische Produkte, für Kameras, Objektive und so weiter. Heute will ich euch einen Tipp geben, welche drei Kameras es wert sind, unter dem Christbaum zu landen. Die erste Kamera, die ich da im Fokus habe, ist die Nikon Z6. Die Nikon Z6 wurde 2018 gelauncht und auf den Markt gebracht. Die Nikon Z6, das ist die erste spiegellose Systemkamera mit Vollformat von Nikon. Sie besitzt einen 24 Millionen Pixel Sensor. Sie schafft 12 Bilder pro Sekunde und hat einen sehr hochauflösenden Sucher mit 3,68 Millionen Bildpunkten. Wirklich superb. Der Monitor löst mit 2,10 Millionen Pixel auf. Also wirklich, Sucher und Monitor sind wirklich ein echter Traum. Dann hat die Kamera eine Touch-Bedienung, vollwertig, touchfähig, wie es ihr von einem Smartphone kennt. Die Kamera ist Staub- und Spritzwasser geschützt und hat nur einen Slot für Speicherkarten und das ist eine XQD-Karte. Der Anschluss, den sie hat, ist USB 3.0 und Video löst die Kamera mit 3840x260 auf. Sie besitzt 273 Autofokus-Messpunkte und das Besondere ist wirklich der unglaubliche Preis. Lag sie vor einigen Monaten noch weit über 2000 Euro, so bekommt man das Gehäuse jetzt schon um rund 1450 Euro. Und besonders wegen einer Nikon-Aktion gibt es ein totales Set-Angebot, was unglaublich gut ist. Daneben gibt es die Nikon 10/6 Sets in Aktion mit einem Cashback von Nikon, der direkt beim Kauf abgezogen wird. Das heißt, ihr kauft die Nikon Z6 mit dem 24 bis 70 mm Lichtstärke 4 um sage und schreibe 1590 Euro. Die nächste Kamera, die ich euch vorstellen will, ist die Sony A7 R2, die ich hier in Händen habe. Ich habe ja auch einen Review über sie gemacht. Ich verlinke das auch. Die Sony A7 R2 ist schon etwas älter, ist seit 2015 auf dem Markt, ist ebenfalls eine spiegellose Systemkamera, eine Vollformatkamera, Fullframe mit 42 Millionen Megapixel und sie hat eine Serienauslösung von 5 Bildern pro Sekunde. Der elektronische Sucher, der löst mit 2,36 Millionen Bildpunkten auf. Der Monitor besitzt 1,29 Millionen Bildpunkte. Die Kamera hat noch keine Touch-Bedienung, mich persönlich stört das aber nicht. Und die Kamera ist staub- und spritzwasser geschützt, aber sicher nicht so gut, wie es eine Nikon oder eine Canon ist. Da ist Sony noch etwas hinten nach. Die Sony hat auch kein USB 3.0 noch, da hinkt sie auch hinterher. Speicherkarte. Die Sony hat nur einen Speicherkartenslot und das ist eine SD-Karte, aber mich hat das noch nie gestört. Die Videoauflösung ist 3840x260. Und der Autofokus besitzt 399 Messpunkte. Zum Preis muss man sagen, sie liegt jetzt bei 1699 Euro und es gibt jetzt oft im Weihnachtshandel Aktionen, wo ihr diese Top-Kamera schon um 1500 Euro erwerben könnt. Sie ist zwar schon eine etwas ältere Kamera, aber noch immer ganz top und für Landschaftsfotografen einmalig. Heute die letzte und die dritte Kamera, die ich euch heute vorstellen will, das ist die Fuji X-H1. Die Fuji X-H1 ist auch eine spiegellose Systemkamera, aber keine Vollformatkamera, sondern eine APC-S-Kamera. Sie hat einen 24 Millionen Pixelsensor und sie schafft 14 Auslösungen pro Sekunde. Der elektronische Sucher, der ist wirklich einmalig. Der löst 3,69 Millionen Bildpunkte auf.
Hingegen ist das Display, die Monitorauflösung, nur etwas über 1 Million Bildpunkte. Das heißt, da gibt es noch Nachholbedarf. Die Fuji hat eine Touch-Bedienung und hat USB 3.0 und sie ist ebenso wie die beiden anderen Kameras staub- und spritzwassergeschützt. Sie hat im Gegensatz zu Nikon und zu Sony auch zwei Slots für die Speicherkarte. Top ist die Fuji sicher jetzt bei der Videoauflösung, darum wird diese Kamera oft von Videofilmern gekauft. Jetzt muss ich aber nachschauen, wie hoch diese Auflösung ist. Die Auflösung beträgt 4096x2160, da ist sie die beste Kamera von den dreien. Auch der Autofokus ist relativ flott und treffgenau, er hat 325 Autofokuspunkte. Und jetzt zum Preis der Fuji, ihr werdet es kaum glauben, sie ist jetzt zu haben mit einer speziellen Fuji-Aktion unter 900 Euro. 899 Euro kostet die Fuji. Welche der drei Kameras ihr auch immer wählt, sie sind sicher alle top. Je nachdem, welches Kamerasystem ihr habt, wird euch die Wahl darauf fallen. Kommt ihr etwa von Nikon und habt schon jetzt eine Spiegelreflexkamera von Nikon mit X-Objektiven, dann macht es natürlich Sinn, die Nikon Z6 zu holen. Es gibt zwar wenig native Objektive, aber mit einem Adapter könnt ihr die ganze Objektivpalette wählen. Habt ihr jetzt eine APS-C-Kamera von Fuji und wollt zum Beispiel eben eine bessere Videofunktion, dann ist die Fuji unverzichtbar. Für Sony, diese kann ich auch praktisch jetzt für Einsteiger in den spiegellosen Systemmarkt empfehlen. Die Sony A7 R2 ist zwar eine Profikamera und nicht die schnellste von der Serienbildgeschwindigkeit her. Wenn ihr aber auf Landschaften steht und eintauchen wollt, habt ihr die vollen Objektive, alles native Objektive, die unverzichtbar sind. Und ihr könnt mit Adapter auch andere Objektive anflanschen. Und das Beste und das Großartigste am Ganzen sind die Preise. Nämlich die Preise haben sich bei allen Kameras halbiert. Bei der Sony fast gedrittelt, nicht gedrittelt. Die Sony etwa kostete zu Marktbeginn 2015 fast 3.500 Euro. Das heißt, ihr kauft sie jetzt um 2.000 Euro weniger. Ich würde, wenn ich keine dieser drei Kameras besitzen würde, aus meiner Sicht die Sony A7 R2 nehmen, aber nur deswegen, weil ich in der Landschaftsfotografie tätig bin, das ist mein Faible, da brauche ich oft mehr Pixel und Geschwindigkeit spielt für mich keine große Rolle. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr unter dem Christbaum legen sollt, es ist noch Zeit, ihr habt noch eine Woche Zeit zum Einkaufen, schaut die Schnäppchen durch, vielleicht findet ihr auch ein anderes Kameramodell, was euch zusagt, die Palette ist ja riesengroß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir Likes. Ich wünsche euch gut Licht und ein schönes Wochenende. Ciao, macht's gut.